Ich heiße Paul Runau, bin seit 13 Jahren bei Bosch, bin Projektleiter für künstliche Intelligenz im Bereich Fahrerassistenz und automatisiertes Fahren. Mein Name ist Anton van Zanten. Ich bin 79 Jahre alt und habe 26 Jahre bei Bosch in der Entwicklung gearbeitet. Zusammen mit meinem Team habe ich das ESP-System entwickelt. Hallo Herr van Zanten, schön, dass Sie heute hier sind. Das Gelände hier in Renningen, das ist Ihnen schon länger bekannt, richtig? Jawohl. Die ersten ESP-Versuche haben wir in Schwieberdingen gemacht, auf dem Bosch-Testgelände. Aber für Schleuderversuche war dann ein größeres Gelände notwendig, so wie hier. Das Gelände hieß damals Flugplatz Malmsheim. Und da haben wir dann die ersten Grundsatzuntersuchungen gemacht. Und diese Versuche haben dann zu Erkenntnissen geführt, mit denen wir dann die ESP-Entwicklung anfangen konnten. Herr van Zanten, Sie sind ja einer der Sicherheitsengel und Miterfinder von ESP. Was war denn Ihre Vision damals gewesen, Ihr innerer Antrieb? 1982 habe ich vorgeschlagen, ein System zu entwickeln, das heutzutage ESP heißt. Ein Fahrzeug, das nicht mehr schleudern kann. Welche technische Herausforderungen mussten Sie denn damals meistern? Zunächst mal habe ich in 1982 versucht, die Querkräfte auf die Räder zu schätzen. Und als ich dann 1984 eine Gruppe bekam, konnte ich dann die Untersuchungen erweitern auf, wie man an den Rädern eingreift, an welchen Rädern und ob man die Schleudersituation rechtzeitig erkennt und dann auch rechtzeitig eingreifen kann, damit man das Fahrzeug stabilisieren kann. Können Sie einschätzen, wie viele Unfälle ESP bislang vermieden hat? Ende der 90er Jahre gab es die erste wissenschaftliche Untersuchung, dass mit ESP ungefähr 40% der schweren und tödlichen Unfälle vermieden werden können. Heutzutage hat die Bosch-Forschung konkrete Zahlen. Bis jetzt hat ESP in Europa 15.000 Menschen das Leben gerettet und ungefähr 500.000 schwere Unfälle vermieden. ESP ist ja zum absoluten Standard geworden und mehr als das. Heutige Fahrerassistenzsysteme sind ohne ESP eigentlich gar nicht mehr denkbar. Hätten Sie das damals gedacht? Für mich stand am Anfang die reine Fahrsicherheit im Vordergrund. Später habe ich wohl Assistenzsysteme angedacht, die beim Fahrverhalten dem Fahrer helfen, das Fahrzeug besser zu lenken. Aber ESP kann dem Fahrer Entscheidungen nicht abnehmen. Dazu fehlt es an Sensoren. Wir brauchen ein Fahrerassistenzsystem, das ESP dann den Befehl, zum Beispiel Bremsung gibt und ESP führt es dann schleuderfrei durch. Und ich denke, das ist eine gute Überleitung. Wir schauen uns jetzt mal ein modernes Notbremssystem an. Das haben wir da vorne vorbereitet. Hier sehen wir jetzt die Demonstration von unserer Notbremsfunktionalität. Wenn der Fahrer zum Beispiel den Radfahrer hier übersieht, weil er nicht aufmerksam ist, dann steigt das System ein und bringt das Fahrzeug zum Stillstand. Welche Technik setzen Sie denn ein, um solche Entscheidungen vom Menschen zu übernehmen? Es ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass wir den Fahrradfahrer in diesem Fall, dass wir den ganz, ganz robust erkennen können. Und zwar bei Tag und Nacht und auch bei jedem Wetter. Aus dem Grund setzen wir unterschiedliche Sensoren ein. Wir haben Videosensoren, Radarsensoren, Ultraschall und so weiter. Und damit tasten wir kontinuierlich den Bereich vor dem Fahrzeug ab. Und wenn die Sensoren jetzt ein Objekt erkennen, was eben auch noch auf einem Kollisionskurs ist, dann wird eben entsprechend eine Notbremsfunktionalität ausgelöst. Vor welchen Herausforderungen steht denn heutzutage die künstliche Intelligenz? Es sind eigentlich vor allem zwei große Herausforderungen, die wir meistern müssen, gerade bei den Machine Learning oder Deep Learning basierten Systemen. Das eine ist Trainingsdaten. Also wir brauchen sehr, sehr viele Daten, bevor so ein System wirklich robust und sicher in jeder Situation korrekt funktioniert. Und die zweite Sache, das ist die Hardware oder besser gesagt das Zusammenspiel von Hardware und Software. Machine Learning Verfahren, vor allem Deep Learning Verfahren, sind sehr, sehr teuer. Das heißt, sie kosten sehr, sehr viele Hardware-Ressourcen. Unsere Lösung dafür ist, dass wir dedizierte Chips bauen, die eben genau die Operationen, die wir für Deep Learning Verfahren oder für Machine Learning Verfahren benötigen, die sehr, sehr effizient berechnen können. Ich habe vorhin ja erzählt, was im Laufe der 25 Jahre Serie ESP so passiert ist. Wie sehen Sie denn die Zukunft, die nächsten 25 Jahre? Wir wollen mehr Szenarien abdecken können und damit die Sicherheit immer weiter erhöhen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass wir nicht mehr nur Systeme machen wollen, die den Fahrer absichern, sondern es wird immer mehr Systeme geben, die in der Lage sind, sich selbst abzusichern.
eben zum Beispiel über Redundanz in den Sensoren, also Video, Radar, Ultraschall und so weiter, die gemeinsam verbaut werden, aber auch über Redundanz in der Software, also unterschiedliche Software-Algorithmen, die sich gegenseitig eben auch überwachen können. Und ich glaube, damit kann man es eben schaffen, dass sich der Fahrer zumindest mal in einzelnen Szenarien, wie zum Beispiel Staufolgefahrt oder eben auch komplett auf der Autobahn, dass der sich zurücklehnen kann und dem System voll vertrauen kann. Und ich hoffe, dass in ein paar Jahren dann wir Entwickler von diesen Fahrerassistenzsystemen dann eben auch als Wegbereiter gesehen werden für das hochautomatisierte Fahren. Was glauben Sie, wie wird sich die Mobilität in den nächsten 25 Jahren weiterentwickeln? 25 Jahre Entwicklungszeit ist sehr lange. Ich habe deshalb die Hoffnung auch, dass die automatisierte Technik sich immer mehr durchsetzen wird und immer mehr Leute dann zur Verfügung stehen wird. Herr van Zanten, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, dass Sie auch da waren und mich so gut informiert haben, über was die KI alles kann.